Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal über eine Figur und zwar Clemchamp in allen Masterlines, würde ich sagen mal. Also jetzt bei der Vintage, der kam ja ziemlich spät raus und ich fand damals die Figur fand ich langweilig. Ich habe damals kein Masters mehr gesammelt, wo das rausgekommen ist, aber so die Figuren, die rausgekommen sind, damals letzte Wave da, King Randor, König war cool gewesen, Squeak mit langen Armen war cool gewesen, Snakeface war cool, Ninja war cool, Scarecrow war cool, Scarecrow nicht, der von Batman, nein, der war cool gewesen und dann kommt Clemchamp raus und Rio Blast. Ich fand diese Figuren total langweilig. Also interessiert mich nicht. Also wie gesagt, ich glaube, die Vintage-Figur ist ein bisschen mehr wert, aber ich wundert ein bisschen irgendwie, dass diese Figur bei den Origins so gefloppt ist. Man ist ein Vintage-Faktor, okay, aber woran liegt das jetzt so gesehen? Wenn man jetzt Figuren vergleicht, also jetzt von dieser Wave damals, diese Lux-Figuren-Wave, Ramman, Battle Armor Bohemian, Battle Armor Skeletor und Clamshamp. Clamshamp ist also die Figur, die total gefloppt ist. Auch bei den Revelations-Figuren und Masterverse-Figuren ebenfalls, da ist ja die Figur auch schon Ewigkeiten bei Smith Toys für 20 € bestellbar. Die anderen Figuren der Waves sind alle auch fast ausverkauft in den Filialen des Clemstem, vorrätig ohne Ende. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass diese Figur so unbeliebt ist. Und ich wollte mal fragen, woran es liegt. Wie gesagt, bei mir ist das so, ich habe nie einen Bezug zu der Figur gehabt. Ich finde die langweilig. Wenn, sagen wir mal, so ein Ninja rauskommt, irgendwie so ein Ninja-Kämpfer, der ist cool, finde ich. Ein Scareglow, der dann dunkel leuchtet, war auch cool gewesen. So ein Monster fand ich richtig cool. Ich fand, wie gesagt, also Clemstem irgendwie von Charakterfaktor ist er langweilig einfach nur. Ein langweiliger Typ einfach nur. Rio Blast genauso. Ein Mensch, mit den Kanonen drauf. Ich glaube, der hat irgendwie so eine Kanone im Bauch drin gehabt. So, ich fand Clemstamp und Rio Blast total langweilig. Und bei den Origins, ich habe den gesehen, ich könnte jetzt bestellen, wenn mehrere Shops gesehen, so kriegst du 8 €, jetzt kriegen wir den bei Müller zum Beispiel und so. Die Figur würde ich mir nicht kaufen, ich weiß, ich finde sie so langweilig irgendwie. Das ist für mich kein Masters, ey, so richtig. Kein Masters-Feeling. Das, was die ganzen Masters ausmacht, waren ja, wie gesagt, die guten, kann man sagen. Und die skurrilen Charakter irgendwie so Aliens-mäßig und Monster-mäßig, also Stratos und so ein Flugmensch zum Beispiel, Merman, Trapsho, so ein Roboter, kann man sagen, so ein so Frankenstein-Monster, kann man sagen, Beastman, Skeletor. Was gibt es noch für schöne? Hordak, Leech, Quislor, Mantenna. Tausend Charaktere, die interessant sind, monstermäßig sind interessant, finde ich cool zum Sammeln, aber so ein blöder Mensch als Figur finde ich irgendwie total langweilig, nicht interessant zum Sammeln irgendwie. Der für mich Faktor irgendwie 0%, ehrlich gesagt. Bei den Masters Versus das gleiche irgendwie, der sieht einfach nur kacke aus, finde ich. Also ich mag die Figur gar nicht leiden, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt, wie gesagt, ob Mattel noch einen Rio Blast rausbringt bei den Origins und Masterverse. Ich glaube eher nicht. Die Figur ist ebenfalls total langweilig. Also, wie gesagt, ich finde es ein Phänomen, dass Clemshems so unbeliebt ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei mir ist das, wie gesagt, der Vintage-Faktor hat er bei mir nicht, weil er jetzt spät rausgekommen ist, die Figur langweilig ist. Also, wie gesagt, ich fand Battle Armor Him habe ich geholt, fand ich cool. Battle Armor Skeletor fand ich cool, habe ich geholt aus der Wave. Und Ramman habe ich auch geholt, der war cool. Aber die Figur weiß ich nicht. Selbst für 5 € wäre mir für die Figur zu viel, weil ich habe in den Vitrine stehen die Figuren von Origins und dann so ein Clemshamp dazwischen, will ich langweilig finde. Also keine Ausstrahlung, ehrlich gesagt. Das ist auch ähnlich wie den Sandman-Figuren. Die ist auch kein Bezug zu, weil die irgendwie rausgekommen sind. Das sind auch nur Menschen, kann man sagen, die Rüstung tragen und keine besonderen Fähigkeiten haben, was Monster angeht. Oder irgendwie sowas wie Action-Feature wie He-Man und so. Also kein Kultstatus und so. Okay, bis bald, sag ich mal. Ciao.